Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem zweiten Let's Play. Es geht diesmal um Dark Messiah of Might and Magic. Wie in Overlord wird auch hier viel gekämpft, aber wir sind diesmal auf uns allein gestellt. Wir haben keine Schergen, wir haben aber Zaubersprüche und wir haben Waffen. Ja, was gibt's über das Spiel noch zu sagen? Es ist von den Arcane Studios, der Publisher ist Ubisoft. Release war, glaube ich, 2006 und es verbindet halt so Ego-Shooter, Rollenspiel und Action-Elemente. Gut, in den Optionen habe ich alles eingestellt eigentlich. Und fangen wir mal ein neues Spiel an. Schwierigkeitsgrad wählen wir einmal normal. Und dann lese ich euch mal vor. Prolog. Endlich, nach Jahren der Übung des Studiums, nimmt Meister Fenric mich mit auf eine seiner Schatzsuchen. Wir müssen einen uralten Kristall finden und Fenric sagt, der alte Tempel sei keineswegs leer. Endlich bekomme ich eine Gelegenheit, all die Fertigkeiten einzusetzen, die ich mir angeeignet habe und zu beweisen, dass ich meine Ausbildung würdig bin. Das klingt ja schon mal interessant. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Meister Fenric, wo seid ihr? Ich bin hier, Sareth. Jetzt hört zu. In dem Raum vor uns steht ein Altar, darauf ein Artefakt in Form einer Spinne. Nimm es. Wir brauchen es, um an den Shantiri-Kristall zu kommen. Aha. Meine Stimme wird dich leiten. Und hab keine Furcht. Ich wache über dich. Der Einstieg ist sehr abrupt, wir wissen eigentlich noch nicht wirklich viel. Wir heißen halt Sareth und sind jetzt in irgendeinem Tempel. Falls euch die deutschen Stimmen stören, die sind nicht gerade gut, macht einfach mal den Sound aus. Ach nee, dann könnt ihr mich auch nicht hören. Lasst den Sound an. Okay. Einmal O drücken. Findet den Shantiri-Kristall, besorgt euch einen Spinnenschlüssel. Das müsste dann der hier sein. So weit, so gut. Benutze den Spinnenschlüssel, den wir gefunden haben, Sareth. Ah ja. Und Sesam öffnen. Und ein weiterer Raum. Zieh an dem Hebel, Sareth. Dann lauf durch das hintere Tor. Wir dürfen Hebel drücken. Wie spannend. Uah. Okay, ich glaube, das war ziemlich knapp. Siehst du die Bretter rings um die Säule? Sie sehen dünn aus. Versuche, sie durchzubrechen. Ich darf treten. Das ist ja wie ein Overlord. Das sieht so aus, als müsstest du dort hoch. Spring an die Kette und klettere an ihr nach oben. Na gut. Eine Aufgabe, die ich lösen kann. Materielle Hindernisse sind für dich in diesem Leben das geringste Problem, Sareth. Nun hast du Gelegenheit, sie zu überwinden. Ja. Was ihr nach dem ersten Video schon feststellen werdet, man kann sehr viel mit der Umgebung interagieren. Das ist schön. Und wir können sogar unseren Körper sehen, wenn wir nach unten gucken. Sehr. Benutze den Zauber, den ich dir beigebracht habe, Sareth. Dann wird die Finsternis keine Geheimnisse für dich bergen. Wir wenden Magie an. Oh nein! Blue Screen! Oh, doch nicht so. Gut.
Und noch ein Raum. Wann kommen denn die ersten Gegner? Ich will kämpfen. Schau, ob du die Truhe öffnen kannst. Man weiß nie, was man findet. Wenn du eine Waffe siehst, geh und nimm sie auf. Dir steht ein Kampf bevor. Juhu. Kurzschwert. Hier unten seht ihr es jetzt im Inventar. Wir müssen zwei drücken. Das Seil, Seil. Kappe das Seil. Ja. Schneide das Seil durch, das müsste helfen. Was ist das? Das ist doch nicht etwa ein Zombie. Denk nach, pass dich an. Gib der Kreatur einen Tritt und sieh dir an, wie sie fällt. Ich kenne die aus Overlord und ich mag sie immer noch nicht. Wie gefällt dir das? Biest! Vorsichtig, die Untoten sind hartnäckig. Spieß sie auf, dann bist du sicher, dass sie nicht wieder aufstehen. Nimm das! Ich gebe mein Bestes, dich zu heilen, Sareth. Wie schon tot. Oh, da drüben. Nun wende die Nahkampftechniken an, die ich dir beigebracht habe. Parieren? Können wir auch. Lass mir einen Moment Zeit, damit ich diese Tür öffnen kann. Wir haben unseren ersten Kampf bestanden. Dunkelwächter? Hier? Es sind Mietschwerter, aber ich kann die intrigante Hand der Nekromanten hinter ihnen spüren. Also sind sie auch hinter dem Shantiri-Kristall her. Das klingt dumm. Wohl eher sowas wie Söldner. Tritt ihn über die Kante. Kämpfe ökonomisch, Sareth. Ich bin verwirrt. Aber... Er steht auf. Runter. Noch einer. Siehst du die Stacheln? Du kannst deine Feinde hineintreten. Das ist ziemlich wirkungsvoll. Parier seine Streiche. Es ist besser, sie abzuwehren, als zu bluten, nicht wahr? Oh, er stirbt sofort. Du wirst es nicht schaffen. Versuch, die Bohlen zu zerstören, Sareth. Spieß ihn auf, Sareth. Damit beendest du es. Ja. Noch mehr Feinde? Oh ja, noch mehr Feinde. Hey, du! Und was? Wenn er sich immer noch bewegt, durchbohre ihn mit dem Schwert. Du kannst deine Fähigkeiten noch eine Weile verbessern. Ich lasse das Fallgatter offen. Nicht zu viel!